Genau das war. Perfekt. Netter Versuch, aber nein, denke. E-Mail-Adresse romantisch@tischromanenttäuschung. Oh mein Gott. Oh nein. Der arme Romantisch. Excuse you? Kannst du das bitte lassen? Bist schön eine kleine Kröte, ne? Töpfchenhilfe. Pania. Wo ist die denn? Die ist nicht da. Okay, dann fragst du den Butler. Töpfchenhilfe, Fetu. Wo geht der denn jetzt hin? Hallo? Eieiei. Okay, er kommt zurück. Das ist nett. Kannst du mir zugucken, wie ich mein erstes Pupu mache? Danke. So, die Kleine muss gebadet werden. Wir müssten hier eigentlich noch ein kleines Badezimmer dran basteln, ne? Aber ich habe keinen Platz mehr. Kräuterschmand, vielen Dank für dein Follow. Willkommen im Katzenkörbchen. Dich habe ich irgendwo auf Social Media gesehen. Es kann sein auf TikTok oder auf Insta. Das kann sein. Herzlich willkommen, ich hoffe, dir geht's gut. Und wir sind wieder schwanger, like a real business. Wir könnten hier höchstens noch Badezimmer dran bauen, ne? Schwierig. Sehr schwierig. Na komm, ich baue da noch ein Badezimmer dran. Auf TikTok, mir geht's auch gut. Wie geht's dir? Mir geht's gut, danke schön. Es freut mich, dass du hergefunden hast. Waren die Fragen beim Schwangerschaftstest schwierig? Absolut. Wäre fast durchgefallen. Kann man nicht so eine. Oh. Kann man nicht irgendwie so. Ich kann halt nicht bis zum Rand bauen, ne? Kann man nicht so einzelne Bade. Ah, nee, das geht nicht. Patti, vielen Dank für deinen 14. Monat. Dankeschön. Wir können jederzeit aufhören. Immer können wir das. Immer. Wie geht's dir, Patti? Ich brauche eine Tür. Ich brauche eine Tür. So. Und wir brauchen da drin auch noch Tapete. Und wir brauchen einen Boden, der wäre auch schön. So. Okay, wie machen wir das jetzt? Da muss ja eine Badewanne rein. Die Tödler können ja nur in eine Badewanne. Aber wir brauchen hier dringend eine. Mindestens eine. Ja, wird halt nur ein Raum für eine Badewanne, ne? Ich sag, wie das ist. Das wird nur ein Raum für eine Badewanne sein. Naja. Haben oder nicht haben. Wobei für die Toddler kann man ja auch eigentlich zwei Badewannen hinstellen. Die stört das ja nicht, wenn einer hier gebadet wird und einer da, oder? Nö. Kann man nicht mit Baby.move-Objects Dinge verkleinern? Ja, das geht. Das geht. Aber mit so Sachen wie einer Badewanne oder so wäre das halt ein bisschen schade, weil die können das ja dann nicht mehr benutzen. Oder es sieht total awkward aus, wenn sie es dann benutzen. Also Sachen, die man tatsächlich aktiv benutzt. Die würde ich jetzt nicht unbedingt verkleinern. Wenn ich aber jetzt hier so einen Teppich zum Beispiel nehme und den etwas vergrößere oder verkleinere, das macht ja nicht so viel. Das ist ja egal. Gehen aber auch anderen dann. Was? Baden ist dann störend. Für Badewanne brauchst du einen 2x2-Raum, damit du gut nutzen kannst. Wir haben zwei, 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 zwei und hier sogar noch zwei über. Oder bin ich jetzt blöd? Sind doch immer zwei, zwei. Keine Kinderbecken, nein, keine Kinderbadewanne, leider nicht. Könntest in der Mitte im Flur noch eine machen? Meinst du hier? Aber da sind direkt die Türen. Und ich kann die Türen nicht verschieben, weil da die Mülleimer stehen. Hallo, Porsi! Wir haben gerade überstürzt einen Opti-Grill für einen Teefall gekauft, weil wir grillen wollen. War eigentlich gar nicht drin vom Budget her. Jetzt wird nachher erstmal schön gegrillt. Was kostet die Welt? Aber ihr könnt grillen und das ist toll. Ach so, wie zwischen den Wannen meinst du?
Du meinst hier? Also meinst du quasi, warte mal, meinst du quasi so? Oh, warte. Oh, ich habe eine andere Idee. Warte, du hast mich auf eine Idee gebracht. Vielleicht meintest du das auch, aber vielleicht so. Und dann jeweils noch eine Wand dazwischen eventuell. Das Disney-Update kommt um 15 Uhr. Eine Halbwand vielleicht. Ich glaube, eine Halbwand ist wieder zu wenig Wand genug. Ich weiß es aber nicht. Müsste man mal ausprobieren. In erster Linie geht es ja jetzt nur ums Toddlerbaden. Dass sie nicht immer eine Etage nach oben und nach unten geschleppt werden müssen. Wir probieren mal aus, ob das funktioniert. Wenn der Butler sich da reinlegt und dann gestört wird. Ich meine, wenn hier jemand reinkommt, ist obvious. Das ist halt kacke. Aber, wir gucken mal, wie es funktioniert. Schauen wir mal, was wird. Excited, ich bin auch excited. Der Butler, ja. Wir haben einen Butler hier. Der hilft uns sehr. Und das Kind kackt im Stehen, oder? Ah ja, Tatsache. Schön. Du solltest nicht die Windel benutzen. Man kann die Objekte erhöhen. Oh, das ist toll. Das ist sehr toll. Was macht denn Mutti? Oh, die macht Kartentraining. Alles klar, zack, bis später. Bei Star Stable startet heute auch wieder ein Event. Oh, das ist spannend. Da muss ich auch mal wieder reingucken. Kann zwar nicht meine Kontonummer, aber Sims Ladebildschirme auswendig. Im Baumenü. Ich weiß nicht, ob die Nachricht durchkommt, aber mein Internet ist tot, kann dazu leider nicht zugucken. Oh, okay, Pausi, ich hab's mitbekommen. Okay, ich weiß nicht, ob meine Antwort durchkommt, aber ich reagiere einfach mal drauf mit Emotes. Ich hoffe, das hilft. Wir haben jetzt aktuell 4 Kinder. Oh, und ich wollte noch nachschauen, wir können hier gucken, ne? Wir gucken ja immer, was als nächstes kommt. Oh, ein Junge und ein Mädchen. Wieder Zwillinge? Ein Junge und ein Mädchen von Damon. Also Damon hat uns 2 Kinder beschert. Endlich mal ein Mädchen dabei. Ja, wurde auch Zeit. Hallo Nika, wie geht's dir? Für 4 Wochen. Okay, dann habe ich ja noch was Zeit. Wieso ist dieses Kind immer noch verpixelt? Es trägt doch Kleidung. Kannst du mal um Töpfchenhilfe bitten? Wie sieht's hier eigentlich aus mit deinen Sachen? Was kannst du denn schon? Kommunikation hast du schon auf 3. Dann musst du noch 2 weitere Sachen auf 3 bekommen, wenn ich das richtig im Kopf habe. Und dann können wir dich wieder älter werden lassen. Sie hat Kommunikation auch bald auf 3. Jetzt fördert sie erstmal ihre Fantasiefähigkeit ein bisschen. Oh, und sie möchte mal gebadet werden, glaube ich. Schaumbad Aurora. Alles klar, Kräuterschmand, danke, dass du da warst. Ich wünsche dir einen schönen Tag. Es wird ein Junge und ein Mädchen, Cat. Genau. Als ich die 100 Baby Challenge angefangen habe, waren die ersten 8 Kinder auch alle Mädchen. Der 9. dann endlich mal ein Junge. Ja, man darf Namen vorschlagen. Sobald der Bildschirm aufplöppt, dass es ein Junge geworden ist und man Namen eintragen kann, weil so lange kann ich mir das nicht merken bis dahin. Das sind da jetzt noch 3 Sim-Tage. Machen wir dann immer direkt dann, wenn es soweit ist. Nein, das wirst du jetzt lassen. Kann ich ihr sagen, dass sie das lassen soll? Erziehung. Nee. Wie kann ich ihr denn sagen, dass sie das lassen soll? Kann ich sie einfach ablenken davon? Komm, wir lesen ein Buch. Wir lesen ein Buch. Ich lenke dich jetzt ab, dann hörst du auf, Mist zu machen. Ja, wir gehen ein Buch lesen. Let's go. Genau. So, was macht Aurora? Sie benutzt ihre Windel. Das ist ja ein Traum. Haben wir noch was zu essen im Kühlschrank eigentlich? Muss ja. Guck mal hier, ein Traum.
Dann gehen wir mal runter und stellen das hier ab. Dann kann sich Aurora mal was zu essen nehmen. Nein, du musst jetzt nicht nach Kleinkind sehen. Oh, wir haben ja hier ganz viele Bilder. Schaut mal. Oh, wir können so eine ganze Babywand machen. Oh, jetzt wird's wild, Leute. Pass auf, wir machen hier so eine Babywand hin. Das wird ja großartig. Babyfußabdruck von Haribert. Warte, wir müssen vorne anfangen. Wo haben wir denn Aurora? Elsa? Wieso darf das jetzt nicht in der Mitte? Was ist da jetzt das Problem? Dann haben wir Harrington und Mena. Dieses Wassermelonen-Shirt. Kannst sie auch verändern. Ja, stimmt. Man kann die ja so farblich anpassen und so, ne? Was ich aber gerne machen würde, ist, dass ich die so ein bisschen, also ich möchte die so ein bisschen näher. So. Nicht kopieren. Ach, aber die haben nur die drei Optionen immer. Das ist schade. Hat Elsa nur eine Hand? Ja. Armes Kind. Ich weiß nicht, wie da 50 hinpassen sollen. Aber die Wand geht ja hier noch weiter. Vielleicht kann man ja da dann noch mehr hinhängen. Na, wenigstens haben wir schon mal ein bisschen was, ne? Haben oder nicht haben? Fußabdruck. Um die Ecke. Mhm. Und hier haben wir ganz viele Fische wieder, weil wir geangelt haben. Wir waren fleißig. So. Gut. So. Du hast auch Hunger, glaube ich, ne? Ja, ein bisschen. Nimm dir auch mal einen Teller. Was bist denn jetzt so sauer? Reiß dich gefälligst zusammen. So. Du isst, beziehungsweise schmeißt alles durch die Gegend. Danach kannst du schlafen gehen. Und du wirst noch gebadet, wenn du gleich gegessen hast. So. Mutter schläft jetzt nicht mehr. Dann kannst du mal im Schaumbad baden, Elsa. Let's go. Was hast du jetzt davor? Du solltest schlafen gehen, Kind. Kind. Geh ins Bett. Ich doch lieber Passbilder von der Blagen auf. Wieso kommst du nicht in dein Bett? Das ist ja Bullshit. Schlafenszeit, Pania. Sag ihr, dass du ins Bett willst. Danke. So, und dann Kleinkind ins Bett bringen, Elsa. Wenn du die gleich gebadet hast. Sehr schön. So, die Säuglinge. Wo ist denn der zweite Säugling-Gedönsel hier? Ach, das liegt da rum. Alles klar. Gut, kannst du die, mit Haribert, kannst du die mal bitte... Wie geht's Haribert eigentlich? Auch eigentlich ganz gut, ne? Kann man sich nicht beschweren. Kannst du die trotzdem mal bitte ins Bett bringen? Muss ja nicht sein, dass die da auf dem Boden liegt. Obwohl, ist mir eigentlich auch egal. So, okay. Kleinkinder schlafen, sehr schön. Dann gehen wir jetzt Pipi machen, was essen und dann auch ins Bett. Perfekt. Puh, was ein Stress. Oh, Haribert kann sich jetzt auch einen Zeh in den Mund stecken. Das war ein Gedicht. Schön. Fishing for Daddies, Fishing for Fishes. Sehr klare Hobbys. Ja, sie mag angeln. Und sie ist müde. Sie hat jetzt den Teller einfach dahin geklatscht wieder, ne? Gib mir das mal. Werfen wir mal weg. Gib Geld. Und ich mag Moneten. Gut, wir speichern. Was ein Stress. So, eine Kindersitterin liest ein Buch. Können wir die nicht auch einfach hier einstellen als festes Kindermädchen? Das Kind stinkt. Fällt dir das nicht auf? Kann man nicht um Bad
bitten. Hilfe. Hallo, die stinkt. Sie stinkt. Danke. Kannst du sie vielleicht mal baden oder so? Sie stinkt halt immer noch. Ich will ein Bad. Hallo. Na also, geht doch. Frech. Mein Gott, das arme Kind, ey. Das mufft auch. Wenn von Kindern aus Klick gebadet werden von. Das habe ich auch schon festgestellt. Ich konnte aber jetzt bei ihr nirgendwo baden finden. Nur anlächeln und Hilfe und so. Oder ist das bei dem Kind selber? Von Bania. Ach so, warte. Okay, nee. Herumtollen, aha. Was ist denn herumtollen? Ach so, dann plöpst sie so auf dem Arm rum. Das ist ja toll. Kannst du sie nochmal anlächeln und angurren und betrachten und okay, kann man hier irgendwas machen? Ins Bett gebracht werden von Pania. Yes. Das klappt gut. Das klappt prima. Das ist sehr gut. So, und gefüttert werden von Fetu. Das klappt wirklich gut. Doch, du hast recht. Dankeschön, Ivy. Das erleichtert einiges. Das erleichtert wirklich einiges. So, da guck mal, das funktioniert doch wunderbar. Jetzt ist sie gleich satt. Und dann... Burp. Perfekt. Herumtrollen. Lächel den mal an, betrachte den mal. Beißen? Also, das machen wir hier nicht. Wo sind wir denn jetzt? Hallo? Nein! No! Ich möchte bitte hierhin getragen werden von Fetu. Ja! Ja! Es klappt! Dankeschön. Ach, die Badewanne meinst du? Oh! Ja, Tatsache. Okay, cool. Dankeschön. Das ist wirklich hilfreich. Ins Bett gebracht werden von Fetu. Leg mich bitte hin. Nice! Oh, das funktioniert ja hervorragend. Oh, das erleichtert so viel. Das erleichtert wirklich alles. Weil meistens habe ich irgendwie das Gefühl, dass die Sims immer einfach nur beruhigen die ganze Zeit, diese Kinder, wenn die dann schreien und man steht dann da, es hat Hunger, fütter es doch einfach. Jetzt wieder eins der Monster wach. Wir sind ausgeschlafen, das ist ein Traum. Und wir können uns jetzt ein bisschen was zu frühstücken nehmen, ganz entspannt. So, wir möchten baden, bitte. Oh, das erleichtert wirklich alles. Der Wahnsinn. Oh, ja. Ja, ja. Ich habe gar keine festen Sachen eigentlich. Also ich weiß, ab Kleinkind war das, glaube ich, drei, sag mal schnell, Fähigkeiten auf Stufe 3, glaube ich, ne? Wenn ich mich nicht irre, so habe ich es zumindest irgendwie im Kopf. Aber bei kleinen Kindern, bei den Säuglingen, habe ich eigentlich noch gar nichts wirklich festgelegt. Also wir hatten jetzt bei allen, ich glaube, hier unten das fast voll. Das hier auf jeden Fall. Aber er kann zum Beispiel, sie kann zum Beispiel noch nicht den Kopf heben und nix, ne? Schwierig, aber wir haben bei den beiden hier auf jeden Fall schon mal was Gutes geschafft, und zwar glücklicher Säugling. Und ich glaube, das möchte ich bei allen Kindern erreichen. Das möchte ich eigentlich bei allen schaffen.
So, was machst du jetzt da? Du kannst ihn da nicht schlagen. Nein. Sprechen. Obwohl, du hast Sprechen jetzt schon voll, ne? Warte, lass mal gucken. Wie sieht's denn bei dir aus, Kind? Du hast Hunger. Warte, da ist Fetu. Über LKW reden. Schlagen. Oh Gott. Hilfe. Ah, okay. Es wird ein Hochstuhl benötigt. Ja gut, dann machen wir das altbewährte. Ich nehme hier einfach Essen raus und stelle es unten hin. 3 Stunden bis verdorben, das schaffen wir noch. Dann nimm dir mal bitte einen Salat, Kind. Hör auf, mit dem zu reden. So, und du stehst jetzt auch auf und nimmst dir auch noch schnell, bevor das schlecht wird, nimmst du dir auch noch einen Salat. Jetzt ist er leer. Großartig. Das ist ja großartig. Dann nimmst du dir halt hier von was. So. Hallo, Tabby. Na? Wenn sie ihre 3 Marotten enthüllt haben und 3 Meilensteine geschafft haben. Oh, das ist eine gute Sache, Ivy. Das machen wir. 3 Marotten, 3 Meilensteine. Dann könnten wir sie hier schon altern lassen. Ja, dann können wir die beiden jetzt auch schon wieder älter werden lassen. Dann hätten wir nur noch Toddler. Ja, das heißt, die Mutti backt mal einen Kuchen, ne? Würde ich sagen. Kochen. Weiße Torte. Let's go. Was bin ich kaputt? Oh no. Oh no. Erhol dich. Hast du jetzt Feierabend? Endlich kann ich was essen. Sehr gut. Sehr, sehr gut. Hey, Mädchen, du solltest einen Kuchen backen. Hallo. Excuse me. Lass dich nicht immer ablenken. So. Mach jetzt einen Kuchen. Kriegen sie? Ja gut, aber sie hat da jetzt deutlich mehr. Also 3 Marotten, hier 3 Dinger wären dann wenig. Aber sie hat ja deutlich mehr, ne? Ganz, ganz deutlich mehr. Also ich glaube, die jetzt altern lassen, ist, glaube ich, okay. Ich glaube, das ist in Ordnung. Helfen? Haribert. Das neue Spiel kommt auch um 15 Uhr. Was mache ich denn jetzt? Oh no. Während das neue Spiel installiert, kannst du ja einfach das Update schon mal spielen. Nika, du hast doch auch die 100 Baby Challenge gemacht. Aber bei dir gab es noch keine Säuglinge, ne? Die kamen erst danach. Verdammt. Pania, lässt du bitte mein Kind los? Kann man nicht die Kinder so entgegennehmen? Excuse me. Gibst du mir bitte meine Tochter? Das ist nett, vielen Dank. So, okay, dann machen wir das jetzt nochmal. Helfen, Kerzen auszubluten. Ich wollte es ja extra vorher beenden, das kann ich verstehen. Das kann ich gut verstehen. Sehr gut. Ach, guck mal hier, das hat auch gut funktioniert. Albern, ja, von mir aus ist er albern. Nächstes. Geburtstagskerzen. Wieso haben sie immer alle diese gleiche Kurzhaarfrisur? Oh nein, sie rennt ständig weg. Helfen, Kerzen auszupusten? Mina. Unser Butler kommt auch nicht mehr hinterher mit Aufräumen und so. Ich muss dem mal helfen hier. So. Erstmal schön in die Windel. Ein Traum. Und da ist RTL. Hallo Nico, wie geht's dir? Damon ist diesmal der Vater. Damon ist diesmal der Vater. Was hat sie? Charmeurin. Sehr schön. Okay, ich möchte aber bitte... Oh no. Wieso kann ich... Ach so.
Wegen Mina. Kann ich, aber... Kann ich Haribert mal bitte eine andere Frisur geben? Bitte. Star Stable mache ich dann heute Nacht, weil der Tag nicht reicht. Richtig, richtig. Wie geht's voran? Wir sind jetzt mit den nächsten Zwillingen schwanger von Damon. Und dann haben wir schon 6 Kinder. 6 von 50. Es ist großartig, Nico. Bitte hol mich hier raus. Das ist also Harry. Haribert. Okay. Schon wieder Zwillinge, ja. Ja. Und das ist Mina. Was haben die denn immer für Flecken im Gesicht? Das sind doch keine Sommersprossen. Sie ist bisher die süßeste. Not gonna lie. Das ist einfach die niedlichste von allen. Die anderen sind halt einfach... Was soll das sein? Das sind doch keine Sommersprossen. So eine Pech- oder Glückssträhne. Ein Junge und ein Mädchen, ja. Jetzt kommt endlich mal ein Junge dazu. Das hatten wir nämlich noch gar nicht. Wir haben nur Mädels bisher. Ein reiner Weiberhaushalt ist das hier. Außer der Butler. Außer der Butler, der nicht. So, haben sie jetzt alle mal ein paar Wimpern gekriegt. Und Hallöchen, phänomenal. Schön, dass du schreibst. Wie geht's dir? Haribert ist auch ein Mädchen, ja. Haribert ist auch ein Mädchen. Cori hat sie benannt. War eine gute Idee.